Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Themen Gesundheitsmanagement und Coaching, alles, was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Hallo und schön, dass du bei unserer Sonderreihe Resilienz und der neuen Podcast-Episode zum Thema Improvisation und Lernbereitschaft dabei bist. Letzte Woche haben wir ja mit dieser Sonderreihe angefangen und erläutert, was wir unter Resilienz verstehen. Gerade in dieser Corona-Krisenzeit ist Resilienz besonders gefragt. Denn wer mit Stress, Belastungen und Herausforderungen gut umgehen kann, steckt auch so eine Krise besser weg. Resiliente Personen nutzen ihr Improvisationsvermögen im Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen, indem sie ihr bestehendes Wissen mit dem Sammeln von neuen Erfahrungen verknüpfen. Wir alle haben in den letzten Wochen seit Start dieser Lockdown-Phase notgedrungen schon müssen unsere Improvisationsfähigkeit trainieren. Was steckt aber alles hinter dem Resilienzfaktor Improvisation und Lernbereitschaft? Und wie können wir die Elemente auch gezielt fördern? Über das werden Claudia und ich heute miteinander diskutieren und einige Vorschläge mitgeben, wie du den Resilienzfaktor für dich weiterentwickeln kannst. Ja, wir haben uns zufälligerweise für heute auch vorgenommen, dass wir einfach mal drauf losreden und wir haben keinen Plan, was der andere will sagen. Wir haben uns nicht abgestimmt. Das heisst, wir machen eigentlich Improvisation live jetzt gerade. Claudia, Improvisation und Lernbereitschaft als Thema. Was ist das Erste, was dir da in den Sinn kommt? Dass ich lieber Lernbereitschaft habe als Improvisation, weil Improvisation passiert bei mir einfach. Das ist so ein bisschen etwas, wo ich glaube, ich bin recht ein spontaner Mensch. Und auch manchmal halt eher etwas machen, bevor ich gerade denke. Hat viel Vorteil, hat manchmal auch Nachteil, braucht viel Mut. Lernbereitschaft, das ist so ein der Teil, wo ich mir dann wie weiter kann, vielleicht noch einmal überlegen, oder? Was will ich genau lernen? Wie will ich etwas verändern? Wo ich auch meine Werte, die ich kann, meine persönliche Entwicklung ist zum Beispiel auch etwas. Und auch mein persönliches Wachstum. Das ist, hat ja sehr viel mit Lernbereitschaft zu tun. Und die Improvisation, ja, das ist wirklich etwas, wo mir einfacher klingt. Ich glaube, es ist auch schwieriger, um das bewusst zu lernen und zu sagen, so, und jetzt übe ich mich mal in der Improvisationsfähigkeit, sondern das ist etwas, wo halt an uns herangetragen wird und wir in gewissen Situationen vielleicht improvisieren und durch das auch üben können. Und Improvisation zwingt uns sofort, Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig können wir in dem Zeitpunkt nur mit dem arbeiten, wo wir gerade zur Verfügung haben. Das muss also auch immer relativ schnell gehen. Kommt dir gerade eine Situation in den Sinn, wo du als Letztes hast müssen improvisieren? Ja, mit dir zusammen, im letzten Workshop, ich habe es verpatzt, ich habe nämlich die Übung vorab genommen und dann haben wir müssen kurzfristig schwitzen. Ich habe sehr fest geschwitzt kurzfristig, genau, weil du die ganze Praxisübung schon vorab genommen hast, die wir geplant haben online. Aber es hat eigentlich gut funktioniert. Ich habe geredet und nebenan noch WhatsApp geschrieben in dir. Du hast die Übung hinten drauf aufbereitet. Und da geht es ja wirklich auch darum, wir haben ja eigentlich gewusst, dass wir ganz viel zur Verfügung haben. Oder? Eigentlich können wir improvisieren. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Wir haben so viele Begegnungen und Leute begleiten auf solchen Wegen und sie auch animieren, dass sie sollen spontan sein, dass sie immer mal wieder sollen mutig sein, etwas auszuprobieren. Aber ich glaube, wenn man so in einem Moment gerade drinnen ist, dann macht es gerade so... Und dann hat man schnell den Schnauf an. Ich glaube, dann wieder aus dieser Erstarrung rauskommen, aus dieser Angst rauskommen, um das geht es, glaube ich. Dass man dann auch wieder handelt. Und Improvisation hat ja auch immer wieder etwas mit Handeln zu tun. Ich habe die Fähigkeit, mich weiter zu bewegen. Ich habe dort etwas Gutes mal gelesen, und zwar: Heb Mutanfälle statt Wutanfälle. Weil eine improvisierte Situation oder eine Situation, die uns zum Improvisieren zwingt, rührt uns ja eben ein bisschen aus allem raus, haben wir vielleicht nicht so gern. Und dass man einfach den Mut hat, irgendetwas auszuprobieren, ob es jetzt passt geht oder nicht, aber dass man es zumindest mal ausprobiert. Und ich glaube, du hast noch gut gesagt, bei uns in Coaching-Situationen, da kann man sich schon überlegen, was man vorab machen will. Es kommt eh immer anders. Und da muss man recht viel improvisieren. Aber der Punkt, den du eben auch noch gesagt hast, wir können aus dem Vollen schöpfen. Wir können dann gut improvisieren, wenn wir hinten dran viel Wissen haben, viel Erfahrung haben. Dann ist es einfacher zum Improvisieren, als wenn du in einer Situation bist, wo du musst zu einem Thema improvisieren, wo du kein Hintergrundwissen hast. Das finde ich schon auch noch anspruchsvoll.
Und darum finde ich es auch wichtig, es gehört wirklich zusammen, die Improvisation und die Lernbereitschaft, dass man bei der Lernbereitschaft sagt, wenn ich mir ein Wissen aneigne, wenn ich mich weiterentwickle, wenn ich halt jetzt wie, ich meine, wir sind ja immer wieder dran, gerade Thema Resilienz ist etwas, was uns seit Jahren begleitet und gleich haben wir nicht das Gefühl, wir wissen jetzt genau, um was das geht, sondern jetzt gerade, dass wir wieder neue Zeitschriften zutun oder dass wir neue Podcasts gerade jetzt hören, dass wir auch immer uns wieder überlegen, was ist denn jetzt gerade noch ein neues Thema, das dazukommt, was wichtig ist, dass man das eben auch noch eins mit einbezieht und was könnte denn die Resilienz schon noch ja, entwickeln. Mhm. Was ich jetzt auch noch gerade gehört, das ist mir jetzt gerade in Sinn gekommen, so die Improvisationsbereitschaft, das hat ja auch etwas mit Beweglichkeit zu tun. Und man sagt ja, es ist wichtig, dass eine innere und eine äußere Beweglichkeit, dass das irgendwo so ein bisschen im Einklang ist miteinander. Also wenn man gerade den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzt und irgendwie im Computer rein töckelt oder so, dann hat man nicht so eine wirkliche Beweglichkeit. Wichtig ist auch, dass man halt auch die körperliche Beweglichkeit, das tut viel mehr auch einem dann wieder weiterentwickeln, dass man auch wieder kann improvisieren, dass man wieder offener ist. Mir kommt gerade eine Übung in Sinn. Man könnte eigentlich sagen, irgendwie am Abend oder ich weiß doch auch nicht, am Nachmittag, wenn du ein Thema hast, wo du nicht weißt, wie weiter das gehst, laufen und dir drei verschiedene Lösungsansätze überlegst, wo anders sind als so, wie du es sonst machen würdest. Das wäre doch jetzt eine Möglichkeit, wie man Improvisation auch trainieren könnte. Ja. Oder Improvisation kann ja auch sein, dass ich mal völlig etwas Neues mache. Improvisation kann auch sein, ich mache den Kühlschrank auf, schaue, was drin hat und koche aus dem etwas, bevor ich irgendwie gehe, ein Rezept suche, gehe einkaufen. So. Das hat ja auch etwas mit Improvisation zu tun. Und ich lerne auch etwas dabei. Das stimmt. Und das zwingt dich eigentlich jetzt im Jetzt zu sein. Ja. Also bei der Improvisation musst du eigentlich voll und ganz im Jetzt sein. Und ich finde, bei der Lernbereitschaft, die muss man aus einem Grundding eine gewisse Offenheit mitbringen, dass man auch Interesse hat, etwas Neues zu lernen, aber dort, dass man das vielleicht auch wie noch ein bisschen mittel- bis weitfristig überlegt, wo habe ich Interessensfelder, wo ich mir mit Neues Wissen aneignen oder mein bestehendes Wissen, wie du jetzt gesagt hast, zum Thema Resilienz bei uns erweitern. Also es braucht wie auch den Raum, dass ich mir den Raum auch gebe, etwas Neues zu lernen. Mhm. Aber wenn ich jetzt so bei der Lernbereitschaft noch bin, was hast du jetzt, also ich meine, wir sind ja alle jetzt irgendwie ein bisschen aus unserer Komfortzone raus katapultiert worden und das ist ja eigentlich auch gut, wenn wir jetzt können sagen, und was nehmen wir mit von dem Ganzen? Was lernen wir denn dort daraus raus? Also ich habe für mich so im fachlichen Bereich sehr viel gelernt, wo es zum Teil improvisieren war und nachher vom Improvisieren so ins Lernen gegangen ist, nehmen wir noch schon den Podcast. Die ganze Technik können wir aufbauen, bevor wir alle ins Homeoffice haben müssen und dementsprechend ist das anders aufgeleistet gewesen, als wir jetzt unterwegs sind. Also ich habe alles noch einmal müssen umorganisieren. Wer mich kennt, weiss, ich bin gar kein Technik-Freak, wenn es irgendwie in Details reingeht. Geht so Aufnahmetechnik oder irgend sowas finde ich nicht so interessant. Und trotzdem habe ich mir das Wissen müssen aneignen, dass wir den Podcast machen können, was wir ja wollen. Und durch das habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und natürlich habe ich auch gelernt, noch mehr online miteinander zu arbeiten, in verschiedensten Formen. Und das finde ich etwas ganz Wertvolles, auch mal zu sehen, Sachen zu lernen, wo man vielleicht zuerst nicht so gewillt war oder nicht so das Interesse, vielleicht muss ich so sagen, das Interesse gehabt hat, in dem Bereich sich wahnsinnig tief reinzugeben, dass es eben auch spannend kann sein, sich in Themen hineinzugeben, die einem eigentlich nicht nur interessieren. Und für mich hat es doch jetzt auch in dieser Zeit, in den letzten Wochen, einige so, ich sage denen mal, Flow-Momente gegeben, wo ich gemerkt habe, ich kann das neue Gelernte anwenden. Und das finde ich ganz eine spannende Erfahrung. Das gibt auch wieder Auftrieb, um noch mehr lernen, finde ich. Ja, es ist mir gleich gegangen. Ich bin auch eigentlich so von der Überzeugung gewesen, dass man Coaching so im 1:1 Kontext muss machen. Also man muss gegenüber sein, dass man jemanden wahrnehmen kann. Und das hat sich wirklich verändert. Ich bin jetzt, also ich merke auch, was ich gewinne, durch das, dass ich Video-Coachings machen kann, oder? Oder halt auch Tools nutzen, die man zur Verfügung hat, wo du genau gleich kannst irgendwelche Zeichnungen machen oder Sachen aufschreiben. Und da merke ich, es gibt mir auch durch das, habe ich auch viel mehr Zeit. Ich kann wieder Zeit für meine Sachen, die ich gerne mache, nebendran. Ich gehe Velofahren, ich kann Zeit zum Springen. Ich habe wie mehr Möglichkeiten, wenn immer unterwegs sein, von A nach B, allenfalls eben wie schnell für ein Gespräch auf Zürich. Das braucht es gar nicht. Also, das braucht es nie mehr, aber es ist
wirklich für mich wichtig, dass man das überprüft, wann braucht es und wann macht es wirklich Sinn, also im Gesamtkontext innen, oder? Ist es nicht auch so, dass man überhaupt für alle Resilienzfaktoren, aber insbesondere für die Lernbereitschaft, zum Können lernen, sich weiterentwickeln, Reflexion eigentlich vor allem steht? Also ich meine, wir hatten letzte Woche ja einen riesen Augenöffner gehabt, wo wir in der Supervision sind. Ja, das stimmt. Auch wirklich einmal wieder schauen, wo bin ich denn auch festgefahren, oder? Und indem das mit jemand rausstimmt, dann kannst du auch reflektieren, hat es für mich so halt auch die Aha-Effekte, wo wir gesagt haben, so kann es auch noch sein. Oder von dieser Seite kann man auch etwas anschauen, dass man nicht immer nur einen Weg sieht. Was für mich auch noch hat, die Improvisation und Lernbereitschaft, das hat etwas mit Zukunft zu tun. Wie kann Zukunft auch entstehen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen dort drinnen enthalten, oder? Dass wir unsere Zukunft auch anfangen zu denken, wenn wir offen sind, wenn wir lernbereit sind oder wenn wir auch improvisieren können. Ich glaube, dann ist es wichtig, dass ich auch die Fähigkeit habe, Zukunft zu gestalten und dass ich mich selber auch noch einbringen kann. Und da braucht es einfach auch ein bisschen Mut. Das haben wir schon am Anfang gesagt. Mut, neue Wege zu gehen und einfach auch mitzumachen. Und auch dort sagen, halt auch noch diesen Teil hineinbringen. Was will ich denn überhaupt nicht mehr? Was kann ich mir nicht mehr vorstellen? Was hat sich für mich so verändert, dass ich da nicht mehr mag, einfach Schritt für Schritt mittrampen, oder? Und was muss ich dazu lernen, damit ich das nicht mehr so weitermachen muss? Sondern was brauche ich an Neues, ich mir aneignen muss, damit ich den neuen Weg gehen kann? Wenn wir jetzt konkrete Tipps abgeben wollen, wie kann man Improvisation oder Lernbereitschaft im Alltag üben? Was würdest du als ersten Tipp sagen? Also vor allem die eigene Reflexion. Und ich finde es eigentlich immer noch cool, einfach so mal völlig etwas Neues zu machen. Eben Kühlschrank aufkochen zum Beispiel. Ob wir in Sinn, das finde ich also wirklich. Oder etwas mal völlig anders machen, weder dass ich es sonst immer gemacht habe. Also nicht in der Routine hängen bleiben. Dass ich mir wirklich überlege, jeder hat ja so andere Routinesachen, die er immer wieder macht, oder? Dass er mal dann nicht so die Reihenfolge genau so macht wie immer, sondern einfach mutig ist, mal ganz etwas anderes daraus herauszumachen. Ein dritter Punkt aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen ist das Thema sich austauschen. Und zwar kann man, wenn man mit verschiedensten Leuten in Kontakt ist, so viel lernen durch gute Gespräche, durch den Austausch, durch neue Sichtweise, die jemand hat. Und das finde ich etwas, was sehr bereichernd kann sein. Beispielsweise, ich bin in zwei Buchclubs unterwegs, weil erstens, ich liebe es zu lesen. Ich bin unglaublich neugierig, wenn es darum geht, neue Arbeitsweise etc. Und ich finde es dann spannend, auch über das auszutauschen. Oder auch mit dir, die vielen Gespräche, die wir jetzt in diesen Wochen miteinander führen, um unsere Philosophie, unser Denken weiterzuentwickeln, das wir haben für unser Unternehmen, das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Ja. Das ist eigentlich auch Ringslernen, indem sich wir miteinander sich austauschen. Also könnten wir eigentlich sagen, dass unsere nächste Podcast-Serie könnte sein, Netzwerk und Beziehungen, weil das ist ja auch ein Resilienzfaktor, den ich finde, der jetzt gerade nachher würde passen, wo wir dort noch könnten genau an diesem Thema noch ein bisschen weitermachen. Ja, das ist eine gute Idee, dass wir gerade den Faktor als nächstes nehmen. Souverän übergeleitet, ja. Das machen wir doch, das ist gut. Hast denn du für heute noch ein Zitat zum Abschluss? Hast du dir eins überlegt? Ja, das habe ich im Fall wirklich mir überlegt. Das ist aber das Einzige, was ich mir überlegt habe. Und das wäre, was immer du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an. Das ist von Johann Wolfgang von Goethe. Wir wünschen dir Mut, deine Improvisation und Lernbereitschaft in deine eigenen Hände zu nehmen. Ja, wie es Claudia gesagt hat, wünschen wir dir ganz viel Mut, immer mal wieder zu improvisieren und deine Lernbereitschaft weiterzuentwickeln. Wir bedanken uns fürs Zuhören und werden uns in der nächsten Episode mit dem Resilienzfaktor Beziehung und Netzwerk befassen. Alle wichtigen Informationen zum Podcast, aber auch unseren Blog findet ihr auf www.hierstand-winkler.ch. Macht's gut und bleibt gesund!